Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute gerne die Darmsanierung mit Schwefel vorstellen. Und zwar nach Dr. Probst, der hat es hier in seinem Buch wunderbar beschrieben, wie viele andere Dinge auch. Und zwar geht es darum, den Körper, das Körpermilieu zu verändern und den Körper mit Elektronen zu fluten. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, mehr Elektronen ins System, also in unseren Organismus zu bringen. Denn je mehr Elektronen im Organismus, umso gesünder ist der Mensch. Ja, die Möglichkeiten, um Elektronen in unser System zu bringen, ist als erstes mal die Rohkosternährung. Die Rohkost beinhaltet viele Elektronen und Biophotonen und kann dadurch viele in den Körper bringen. Elektronen und Biophotonen werden durch gekochte Nahrung leider zerstört. Deshalb nur die Rohkosternährung als einzige Ernährung, um Elektronen in unseren Körper zu bringen. Die zweite Möglichkeit ist, ganz viel barfuß zu laufen. Denn die Erde oder der natürliche Boden ist einfach voll mit Elektronen. Und wenn wir barfuß darüber laufen, dann werden wir sozusagen von unten mit Elektronen versorgt. Also Rohkosternährung und viel Barfußlaufen. Das dritte ist die Darmsanierung. Denn durch die Darmsanierung verändert sich unser Darmmilieu und durch diese Sanierung sollen die gesundheitsschädlichen Darmbakterien, die Darmsymbionten, absterben und nur dadurch können sich dann die gesundheitsfördernden, die guten Darmbakterien ansiedeln. Wenn die sich nämlich ansiedeln, die guten Darmbakterien, nur dann kann sich ein gutes Immunsystem aufbauen. Und wenn wir mal ein gutes Immunsystem aufgebaut haben, dann sind wir gesund. Und wenn das so bleibt, dann bleiben wir auch gesund. Ja, was hat jetzt nun der Schwefel damit zu tun? Hier habe ich ihn, das gelbe Pulver. Das ist anorganischer Schwefel. Ganz rein, das ist wichtig, zu 99,99999%. Dieser Schwefel hat ein stark negatives Potenzial, das heißt, er ist ein guter Elektronendonator. Das heißt, er kann ganz viele Elektronen in unseren Körper bringen. Und das ist auch das Einzige, was er tut. Nämlich bei der Einnahme während einer Kur von 3 mal 1 Teelöffel zu den Mahlzeiten täglich, bringt er die Elektronen in unseren Körper, in den Darm und ansonsten wird er wieder ausgeschieden. Genauso wie er hineingekommen ist, wird er wieder hinausgeschieden. Das Einzige, was er macht, er lässt die Elektronen hier und durch diese Elektronenflutung in unserem Darm sterben die schlechten Darmbakterien ab, weil ihnen einfach die Lebensgrundlage entzogen wird und so können sich dann die guten, die gesundheitsfördernden Darmsymbionten, Darmbakterienkeime ansiedeln. Das ist alles, was der Schwefel macht. Ja, die Einnahme laut Dr. Probst ist eben 3 mal täglich, jeweils 1 Teelöffel zu den Mahlzeiten mit Wasser einnehmen. Das Einzige, was nicht so angenehm ist, was aber zeigt, dass die Kur wirkt, sind die Schwefelwasserstoffe, die entstehen, weil sich die schlechten Darmbakterien abgebaut werden. Und die werden eben im Schwefelwasserstoff abgebaut. Und dadurch riechen die Stühle und die Darmgase einfach so richtig ekelhaft nach faulen Eiern, so wie man sich's vorstellt mit dem Schwefel, der stinkt. Und je mehr schlechte Darmbakterien man im Darm hat, desto ärger und desto länger riecht's. Und das sagt schon, wie lange soll man mit dieser Kur weitermachen, und zwar so lange, bis die Absonderungen nicht mehr übel riechen, nicht mehr unangenehm riechen. Das kann jetzt Wochen dauern, das kann aber auch Monate dauern. Es kommt wirklich ganz auf den individuellen Zustand des Darmes an. Ja, ich mache jetzt seit einer Woche diese Kur, mir geht's gut. Ich habe keine Vergiftungs- oder Entgiftungserscheinungen und auch keine Vergiftungserscheinungen, denn Schwefel ist ja verschrieben, dass er ja giftig ist.
Was ich jetzt nicht merke, ich merke auch nicht, dass er hautreizend ist, was hier oben steht, denn sonst wäre meine Mundschleimhaut schon sehr, sehr gereizt bei der Einnahme. Ja, er ist nicht hautreizend, er ist nicht giftig, er kommt raus, wie er reingekommen ist, und das Einzige, was er hinterlässt, ist die Elektronen, die für unsere Gesundheit so wichtig sind. Denn je mehr Elektronen in unserem System, in unserem Organismus und auch in unserem Darm, desto gesünder ist unser Darm, unser Organismus, unser ganzes System. Ja, wer noch mehr erfahren will darüber, der kann sich gerne das Buch kaufen vom Dr. Probst oder schreibt mir gerne in die Kommentare. Und sonst natürlich, jeder macht, wie er es für richtig hält, und das ist seine eigene Verantwortung, genauso wie es auch meine ist. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Tschüss.